Die Idee kam mir eines schönen Abends in Paris am Klavier und so farbig bestimmt und deutlich wie nur ganz wenige Sachen. Die Haltung, die Faust, das rote Gewand, der Adler, der Sessel, sogar die Goldlehnen. Ein Kunstwerk der Zukunft sollte es werden, wie von Richard Wagner beschrieben, dessen Ideenwelt Max Klinger nachhaltig beeindruckte. Feinster Alabaster aus Tirol. Nicht weiß, sondern von kräftiger Farbigkeit und aus unterschiedlichen Materialien waren die Statuen der Antike. Von der damals neuen Erkenntnis fasziniert, tauschte sich Max Klinger mit den führenden Archäologen seiner Zeit aus, um die Ästhetik antiker Skulpturen neu aufleben zu lassen. Jedes Element formte er aus einem anderen edlen Material. Dafür reiste Klinger kreuz und quer durch Europa und wählte jeden Rohstoff vor Ort selbst aus. Der Kosmopolit Max Klinger kannte Europa bereits gut. Er lebte in Brüssel, Rom und Paris. Bildungsreisen führten ihn nach London und Wien, bevor er in seine Geburtsstadt Leipzig zurückkehrte. Hier arbeitete er an der Vollendung der Beethoven-Skulptur. Augen aus reinem Bernstein. Die bronzenen Krallen bohren sich fest in die Wolke aus Marmor. Der Adler symbolisiert den Göttervater Zeus. Er steht auch für schöpferische Höhen und visionäre Kraft. Zwei Weltanschauungen im Kampf. Die antiken Götter und die Kreuzigung Christi. Die schaumgeborene Aphrodite und Apostel Johannes auf einem Bild. Der massive Thron wurde in einem Stück aus Bronze gegossen. Max Klinger wählte dafür eine Gießerei in Paris aus. Hier arbeiteten einige der weltweit führenden und auch teuersten Spezialisten. Fünf Engelsköpfe krönen die Innenseite des Throns. Aus Elfenbein geschnitzt, verbergen sie sich hinter Beethovens sorgfältig modelliertem Rücken, der dem Betrachter normalerweise verborgen bleibt. Erhaben wie ein antiker Gott, nimmt Beethoven auf seinem Thron Platz. Seine unbändige Schöpferkraft und sein ungebrochener Wille, den Widrigkeiten des Lebens zu trotzen, um ein Ausnahmewerk zu schaffen, beeindruckten Max Klinger. Für den passionierten Pianisten war die Musik eine wichtige Inspirationsquelle, die sein Werk nachhaltig beeinflusste. Als Bildhauer und Grafiker überwand Klinger die Trennung zwischen einzelnen Kunstgattungen und strebte ihre Verschmelzung im Rahmen eines Gesamtkunstwerkes an. Marmor, von Kopf bis Fuß. Um das passende Material auszusuchen, machte sich Klinger auf den Weg zur griechischen Insel Styra. Vorlage für das Gesicht war Beethovens Lebendmaske von 1812, die noch lange als die bedeutendste Porträtvorlage für die Darstellung des Komponisten prägend war. 7,5 Tonnen schwer und 3 Meter hoch ist die Skulptur. 13 einzelne Teile, Bronze, Alabaster, Marmor, Bernstein, Glas, Elfenbein, hat Max Klinger wie ein 3D-Puzzle zusammengesetzt, das man jederzeit wieder auseinanderbauen kann. So wie es für die Reisen der Skulptur bis heute getan wird. Achate, Jaspis und Perlmutt, unterlegt mit Goldfolie und in die Mosaikstreifen eingearbeitet.
Nach 17-jähriger Entstehungsphase wurde die Beethoven-Skulptur im Jahre 1902 erstmalig öffentlich ausgestellt. Die 14. Ausstellung der Wiener Sezession war als eine Hommage an Beethoven konzipiert und der Idee vom Gesamtkunstwerk verpflichtet. Architektur, Malerei, Skulptur und Musik wurden in eigens für die Ausstellung gestalteten Räumen zu einer neuen Einheit zusammengeführt. In direkter Nachbarschaft von Gustav Klimts monumentalem Beethovenfries, einer weiteren Sensation der Ausstellung, beherrschte Max Klingers Beethoven-Skulptur den zentralen Ausstellungsraum. Man sollte zu ihm wallfahrten wie zu einem Gnadenbilde. Sein Anblick sollte ein Gottesdienst sein. Die Begeisterung für das Kunstwerk nahm zuweilen religiöse Züge an. Da steht es ganz allein im hohen, feierlichen, leeren Saale, fast uneinnehmbar in seiner stolzen Einsamkeit. Doch nicht alle Kritiker jubelten. Die revolutionäre Darstellung Beethovens wurde von vielen als unpassend empfunden und erntete sogar Spott. Dennoch oder gerade deshalb verzeichnete die umstrittene Ausstellung allein in Wien 60.000 Besucher. Und die anhaltende Faszination, die von dieser einzigartigen Beethoven-Darstellung ausgeht, scheint bis heute von ihrer Wirkung nichts eingebüßt zu haben. Die Skulptur wurde im Jahre 1902 von der Stadt Leipzig erworben und ab 1906 in einem von Klinger selbst eingerichteten Anbau des Museums für bildende Künste ausgestellt.